1. Ich brauche mehr, so wird das nichts mit dem Kaiserschmarrn. Es sei denn, ja, wozu hat mein Nachbar? Herr Nachbar! Ah, mir geht's so schlecht. Ja. Können Sie mir nicht ein paar Eier leihen? Und der Witz war, dass Peter ja keine Berge mag wegen der Luft. Ja, genau. Das dachte ich mir auch. Ich eigentlich aus dem Gebirge ja stamme. Ja. Und ich mich sehr wohl fühlte auf dem Berg. Aber spielen muss man genau das Gegenteil. Okay, das merkt man nicht an. Ja, ja. Ich bin ganz forsch vorne weg. Für euch alle. Und Peter schleppt sich immer. Ja. Meine Güte, Frau Schulke, wie sehen Sie denn aus? Nee, du warst die Kranke. Peter geht forsch. Ich schleppe es nicht mehr. Ja, 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 super. Ich weiß aber nicht. Ich fühle mich schon seit Tagen so, ja, so schlapp. Und müde. Und müde. Und Appetit habe ich auch keinen. Sie sollten vielleicht mal Urlaub machen. Ja, das versuche ich ja. Na. Ja, ich weiß nicht. Nein. Ja. Kommt der Tintenfisch auf den Boot? Wo ist denn der mit der Schnelligkeit der Produktion? Wo ist denn damals? Also damals war es ja sehr entspannt, die ersten Folgen und so. Das haben auch viele schon gesagt. Die ersten Folgen waren sehr entspannt, ja, genau. Vor zig Millionen Jahren. Jetzt, wenn wir jetzt, das ist ja nur fast zum Ende hin, der Peter-Ära. Das war natürlich, das war zwangsläufig. Das war ziemlich entspannt. Und die war da draußen übrigens. Die ging es auch noch zu tieren, so wie sie sind. Damals. Man konnte auch Stress machen. Ein großer Flatschen. Aber viele Folgen sind schon sehr unter Stress entstanden. Untergehen. Mit jedem Meter aufwärts. Ist es, das ist das Klima. Mir ist es aufgefallen, okay, bei den letzten Folgen nach dem Film, das hat man ganz überall in den letzten Meter-Folgen, ja. Ja, es wird sehr schnell, also gehetzt, fast schon gehetzt, aber ja, Peter kennt so von der Art, ja, der Folgen. Ja. Das ist auch der Stil, der sich hier hat. Ja. Keine Laubbäume mehr. Denen ist es da oben zu hoch. Ja, und weiter zu Hause, das ist meine und hoch der Wald. Die Bäume werden immer kleiner. Ja. Den brauchen wir doch zum Wettervorhersagen. Das ist schon richtig, der Nachbar. Lange dauert der Dreh? Barometer misst den Luft. Ja, das war schon ein großer Dreh. Das ist schon ziemlich klein, wie hoch man gerade ist. Und da gab es dieses schöne, Bergfest. Es ist doch weniger Luft drüber. Auch eine Hütte haben wir da. Also drückt auch weniger Luft. Der Luftdruck ist ein bisschen klein. Ein kleines Fest gemacht. Das Ding hier, das kannst du unter die Luft hören. Und um den Zentimeter. Eine Quetsche aus der Luft. 1482 Meter. Warum nicht? Das kommt auch im Film vor. Das ist eine Kollegin, mit der war ich in Garmisch auf der Schule. So, ihr Lieben, die war auf der Mittelschule, ich war auf der Jungschule. Also, das ist der Beste. Ich war aus Garmisch, aber das ist schon bekannt geworden. Die Erde, einfach beste. Ja, das war eine richtige Hütte. Ja, das ist ein bisschen schade aus. Ja, schmeckt man. Ja, da sind die Kühe das ganze Jahr über hier oben bei Wind und Wetter. Nee, das ganze Jahr. Im Frühjahr kommen sie rauf und im Herbst werden sie wieder ins Tal getrieben. Aber im Sommer stehen die auch im Regen hier da oben. Das war eine ziemlich aufwendige Produktion. Melden sie dann und wenn sie ganz verstehen, natürlich, dann auch die ganzen Vorkehrungen für Peter mit Sauerstoff und so. Ja, aber sie liegen auch. Das ist dann schon etwas verlängert. Wie mein Außendreh ist immer. Ja, wetterabhängig. Das ist also wie früher. Immer spannender ist. Da ging man vorbei. Wenn wir noch im Bauwagen sind. Aber eigentlich lebe ich heute. Wird ja heute kaum noch immer. Wenn man das so in den letzten Folgen so nimmt. Ja. Wird halt sehr oft am Bauwagen gedreht. Genau, ja. Die Silberwurz. Ja, Kostenfaktor. Ne? Die Silberwurz. Und deswegen guckt ihr den ganzen Weg bis dort auf. Ja, wir haben uns gegründet. Wo findet man denn das Pflänzlein? Ja, soviel ich weiß, wächst es am Gipfelkreuzel. Aber da braucht es schon jemand, der sich auskennt. Der war aber schon grausig. Bin schwasch. Schwasch. Soll ich ihn rufen? Hm? Muss man schon helfen. Natürlich. Jetzt. Ich als Alpinist plötzlich. Jetzt jodelt sie sich den Schornstein an. Jetzt jodelt sie den Schornstein an. Mann, hier ist dein Fang besser. Schorsch, du, ich hab zwei Kandidaten für dich. Die wollen zum Gipfel nach. Hier. Jetzt nur nicht schwächeln, Herr Nachbar. Wir sind kurz vor dem Ziel. Genau, ich sehe die wohl schon. Da oben. Hier ist die Halt. Ja, die Silhouette aufwickeln. Herr Toll. Was?
Lebenselixier. Ohne dieses Kraut gehe ich zugrunde. Fühle mich elend. Schlappe Schuld, die ich fürchte. Ich muss Ihnen noch was beichten. Das habe ich mich reingelegt. Was? Lebenselixier? Ja. Das, was Ihnen gefehlt hat, war schöne Frage, ja. Und Bewegung. Und das haben Sie nun gehabt. Hier im Gebirge nicht. Hier. Meine Lieblingsfolge sind ja meistens, wenn ihr irgendwie eine Wette am Laufen habt oder. Oder mit denen haben sie auch gehabt auf der Alm. Sie haben mich reingelegt. Es ist doch. Sie sind ein super Doktor. Ja, ein echter Bergdoktor. Bergdoktor lustig. Ja, ich denke, dass jetzt die Serie Bergdoktor gibt, sehe ich ja mal. Wir sollten vielleicht noch ein paar Meter auf zum Gipfelkreuz, ne? Gut, machen wir. Und hier, können wir abschalten. Im wahrsten, im wirklichen Sinne hätte Peter das nie gesagt, glaube ich. Ja, natürlich nicht.